Ja, guten Abend zusammen. Es freut mich, die zweite Veranstaltung hier eröffnen zu dürfen zu Forum for Laws Finance mit der Frage, wie die Finanzen eigentlich die Architektur mitbestimmt, ob sie das wirklich tut. Diesem wollen wir nachgehen in ganz verschiedenen Fragestellungen mit Experten, mit Menschen, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen. Heute sind wir im Büro von Courvoisier Stadtplanung in Basel, einem Kollegen, der in sehr verschiedenen Bereichen sich eben auch mit anderen Eigentumsmodellen auseinandersetzt und auch im genossenschaftlichen Wohnen zu Hause ist, das in unserer Stadt an Fahrt bekommt, aber historisch gesehen nicht so präsent ist wie in anderen europäischen größeren Städten oder auch anderen Städten in der Schweiz. Und wir begeben uns heute Abend eben auf einen Spaziergang, auf eine andere Art von Wissensvermittlung und Austausch, wo wir verschiedene Städte besuchen und diese zusammen mit Andreas Courvoisier anschauen dürfen. Wir wollen der Frage nachgehen, wer besitzt unsere Gebäude, wer oder was bestimmt eben, wie gebaut wird. Und heute sind wir jetzt in diesem genossenschaftlichen Wohnbau eher unterwegs, selbstverwaltete Wohnmodelle, es gibt ja noch andere als genossenschaftliche, und da machen wir eine kleine Tour durch Basel und bin sehr gespannt, was du da uns mitzuteilen hast in diesem Zusammenhang. Also, herzlich willkommen. Ein paar von Ihnen kenne ich, ein paar Gesichter sind mir neu, darauf freue ich mich. Vielleicht beim Voranschreiten noch ein paar Worte sonst auch mit einigen von Ihnen zu verlieren. Wir stehen hier an einer interessanten Ecke und wir werden hier ein bisschen umschauen und wir werden nicht jetzt die Zeit haben, jetzt in den Häusern lang rumzuschauen, sondern vor allem hier möchte ich etwas über Wiesbüchel Süd sagen. Wir gehen als nächste Etappe Richtung Davidsboden, das ist schon ein bisschen ältere Entwicklung, aber ich finde, die hat sich gut gehalten, das ist eigentlich irgendwie ein Klassiker geblieben des Städtebaus. Dann gehen wir hoch zu den Entenweid-Hochhäusern, erste Wohnhochhäuser der Schweiz, genossenschaftlich, und dann gehen wir in den Park, wird nämlich noch offen, der Regen erreicht uns hoffentlich nicht, und dann gehen wir ins Westfeld und da habe ich dann so ein bisschen den Code zum Baustellentor und da gehen wir dann noch bis rein ins ungenutzte ehemalige Felix-Platter-Spital. Das bekommt also ein bisschen einen Ersteinblick in dieses interessante Projekt. Ich war, wie du es gesagt hast, ja mal bei der Habitat-Stiftung. Die Stiftungen sind, Habitat wie auch CMS, ja interessante Player, die sind CMS mit ihrem Landanteil wahrscheinlich einzigartig. Sie ist vielleicht jetzt nicht mehr die Stiftung mit den meisten Vermögen. Ich denke, da werden jetzt da im alten Basler Geld Vermögenswerte dann vererbt, die vielleicht zu Stiftungen führen, die dann vielleicht dann rein vom Vermögen her dann noch größer sein werden. Oder die Bodnar Foundation in Basel, die man nicht so kennt. Rein vermögenstechnisch, aber ich sage vom Landanteil, CMS ist natürlich ein unglaublicher Player, der auch ein bisschen aktiver jetzt geworden ist in Sachen Wohnen, Dreispitz, vielleicht dort nicht ganz so schnell vom Fleck kommt, wie Sie sich vorstellen. Habitat, innerhalb 25 Jahren von der Taufe, aus der Taufe gehoben und hat jetzt inzwischen einige Areale und auch einige Schwerpunktbildungen, die finde ich besonders interessant. Da war ich auch in dieser Zeit bei Habitat, als man damit anfing, nicht jetzt nur einzelne Häuser. Elsi bleibt, ich weiß nicht, ob man sich noch erinnert an diesen Leitspruch an der Elsässer, Elsi bleibt und wurde ja dann doch erneuert und ist auch eine schöne Wohngeschichte geworden. Aber jetzt hier mit Erlenmatt, das sind so diese beiden Schwerpunktareale, wo Habitat wirklich ein ganzes Quartier auch prägen konnte, mitprägen konnte. Es hat angefangen mit dieser ehemaligen Schalterfabrik Levi Fiss. Da war ich noch selber angestellt, da saß ich da irgendwo in der Zwischennutzung oben. Wir waren 3-4 Leute, inzwischen hat Habitat einige Leute mehr. Und dann ist es Habitat gelungen, ein bisschen Stück für Stück ein Haus nach dem anderen kaufen zu können. Mit Buhl und Zünd hier der Umbau und auch hier die Umbauten. Ich denke, wir gehen einmal rasch in die Eingangshalle rein und schauen noch mal rasch ein bisschen in Richtung Hof. Und dann sage ich noch zu dieser neuesten Entwicklung etwas, wenn Sie gleich mitkommen. Ja,
wir schauen hier durch die Eingangshalle und ich denke, das war mir noch so ein bisschen mir ein Anliegen, mal noch ein bisschen zu spüren, was für Qualitäten hier im Hof entstanden sind. Kleiner Saal, kleine Kantina, ein Ort, wo sich Musikerinnen und Musiker eben nicht nur, sie wohnen nicht nur, sondern sich hier auch treffen, musizieren, als eine spezifische Zielgruppe, die sonst auf dem Wohnungsmarkt jetzt nicht so abgedeckt wird. Ich glaube, das macht Genossenschaften, das macht diese Player, diese Akteure auch so ein bisschen besonders, dass sie Orte schaffen und Wohnangebote schaffen, die man sonst nicht so findet. Wer will schon neben einem Fagottist wohnen, der da fünf Stunden pro Tag Fagott spielt? Ich glaube, das ist nervig. Ich glaube, das ist ein Umfeld, wo es Musikerinnen und Musiker sehr wohl ist. Und auch ein Umfeld, das hinten noch die Spielhalle und so auch einen Beitrag leistet hier zu einem Quartier, das lange End of the World, End of Basel war und jetzt langsam mit Volta Nord. Plötzlich schiebt sich natürlich diese Grenze nach Norden. Noch endet die Straße im Parkhaus, aber der Abbruch fängt nächstens an und dann geht es da hinten weiter. Da haben wir eine neue Grenze Richtung Saint-Louis, Lotno. Finde ich zwar schön, wenn dort auch Recycling in Stadtnähe geschieht, aber es ist wieder ein bisschen eine Grenze und es wäre schön, wenn sich da die Grenze Richtung Frankreich dann auch ein bisschen auftäte. Wenn wir noch jetzt rausgehen, sehen wir ein bisschen diese kleinteilige Bebauung, die ich Ihnen noch ein bisschen rasch näher bringen möchte. Ein Thema, das hier anklingt, ist ein bisschen das Thema Finance. Wo ist jetzt Finanzen? Und ich glaube, was Habitat macht, ist, Habitat hat hier ein Stück Land, Coop, abgekauft, das sonst eine kleinere Genossenschaft nicht vermocht hätte zu kaufen. Also hat sich Land gesichert und hat es nachher in kleine Stücke geschnitten, wie so ein quasi der große Kuchen in kleinere Kuchenstücke. Und diese Kuchenstücke sind wiederum dann so klein genug oder groß, klein genug, dass sie für Kleingenossenschaften eben zu stemmen sind. Für Start-ups, das sind kleinere Gruppen von Leuten, die sich gesagt haben, wir wollen das probieren, wir übernehmen von Stiftung Habitat ein Stück Land im Baurecht. Also dieses Baurechtsmodell ist ein Modell, das Habitat erstmals auf Erle Nordost angewandt hat und hier wiederum, also Sie können sich, glaube ich, gut vorstellen, da kommt einer, in diesem Fall die Stiftung, sie erwirbt und sie ermöglicht kleineren Bauträgern mit ihren Finanzmöglichkeiten in einen Bau zu stemmen. Das sind alles Neugründungen, hier dann nochmals das Musikerwohnhaus Teil 2, also hier ein Pendant zum ersten, das hat Habitat selbst gebaut mit Reuter, OAK, Feldwari Stählin und Kollektive Architekt. Zumindest die beiden letzteren sind junge Architekturbüros und es hat auch dann auf der Gegenseite nochmals auch junge Architekturbüros, finde ich einen schönen Nebeneffekt, dass diese Kleinteiligkeit und diese kleinen Bauträgerstrukturen auch dazu geführt haben, dass kleinere Büros hier so ein erstes, zweites, drittes Mal eine Duftmarke setzen konnten. Und hier entstand also eigentlich eine alte Art der Baustruktur, ein Blockrand mit einer Hausgröße, die man heute nicht mehr so oft antrifft, weil heute man sich eher gleich so Pensionskassen irgendwo bei 30, 40 Wohnungen aufwärts, wird es für die interessant. Und da sind vielleicht mal 10 drin oder mal 12, also kleine Einheiten. Habitat hat sich herausgenommen aus dem Bebauungsplan, das ist vielleicht ein Begriff, den Sie so auch schon mal ein bisschen gehört haben, das ist ein Planungsinstrument, dass man sagt, okay, hier können wir Sondernutzungsvorschriften entwickeln, das ist ein komplizierter Prozess. Habitat hat gesagt, nein, wir bleiben bei dem Zonenplan, den es da gibt und wir operieren mit dem, wir haben gar nichts anderes im Sinn, als eigentlich dieses Quartier fortzuschreiben. Ich glaube, das tut gut. Es ist ein bisschen auch ein Experiment. Diese Vielfalt an Architektur trifft man so in dieser Art gar nicht mehr so oft an. Die einen mögen es ein bisschen zu bunt und zu abwechslungsreich finden, die anderen finden es erfrischend. Und so ging es eigentlich noch einmal im Kreis herum in diesem Blockrand. Wir schauen uns vielleicht noch so ein bisschen die eine Ecke von so unten an und wie es ein bisschen heute so ist. Wir kratzen halt so ein bisschen an den Oberflächen, aber Sie stellen auch Fragen und ich versuche bei jedem Standort vielleicht auch ein bisschen noch ein paar andere Aspekte auch dieses Hauptthemas dann zu beleuchten. Also mein Name ist Antti Kursi. Ich bin jetzt seit etwa 11 Jahren selbstständig mit meinem eigenen Büro. Zuvor war ich bei Stiftungen, habe also dort schon ein bisschen in diesem Segment gearbeitet von Stiftungen, die wie die Christoph-Mehren-Stiftung und die Stiftung Habitat selber auch Landbesitzer sind oder geworden sind wie die Habitat-Stiftung.
und natürlich auch Akteure auf dem Wohnungsmarkt wurden dann durch das. Uns als Büro treiben die spezielleren Orte um, Orte, wo es nicht um Rendite nackt, sondern um Stadtrendite auch geht, um Mehrwert für die Bevölkerung. Ich glaube, es tun sich sehr viele Leute im anderen Segment, Hunter nach Land, entwickeln es, werfen mit Marketing-Schlagworten um sich und hinterlassen dann manchmal auch 0815-Siedlungen. Ich glaube, dort, wo wir versuchen, Fuß zu fassen oder Tritt zu fassen, sind Orte wie der Parc de Carré, ein Landschaftspark, wo es dann schlussendlich noch nicht mal um Wohnen geht oder höchstens dann künftig an den Rändern, ein Landschaftspark an den Stadtgrenzen, eine Art Terra Incognita. Ich glaube, das sind interessante Orte, weil die sind schlummernd, waiting lands. Und es kann sein, dass sie entdeckt werden und dann auch ein bisschen ausgeschlachtet oder dass sich die Entwicklungen dann sehr schnell ergeben und auch ein bisschen planlos. Ich glaube, da geht es dann immer ein bisschen mit schlauem Vorangehen zu sagen, wo ist so ein Ort, wie jetzt eben dieses Landschaftsgebiet, das sich ja just schon auf französischer Seite befindet, also ein bisschen unbeplant und unbeackert und auch ein bisschen wartend, schlummernd ist, mit Kiesabbau. Also ein Beispiel dafür, wie wir sagen, das ist ein Ort, der kann mehr. Der kann für die Bevölkerung mehr und der kann auch geschützt werden, indem wir ihn entdecken und zugänglich machen und auch in die Herzen der Leute tragen. Ein anderes Segment unserer Arbeit sind interessanterweise Umnutzungen, jetzt eher beispielhaft Kirchen. Die reformierte Kirche war, wie ja alle Kirchen, einmal eine richtig große, ich würde jetzt nicht sagen Immobilienmaschine, sondern das waren Häuser, Gotteshäuser, Veranstaltungshäuser, Häuser für den Gottesdienst. Und mit dem Rückgang dieser Steuermittel, Rückgang der Mitglieder, wurde natürlich jetzt diese Frage sehr virulent, was macht man mit diesen Häusern? Und ich würde auch sagen, dass jetzt die Kirchen ja nicht nur für die Gloria Dei, sondern manchmal auch für die Gloria des Bauherrn standen. Also die Größe und diese Sichtbarkeit waren schon auch getrieben. Und das erinnert uns ja ein bisschen an diese Billionaire Row, ich glaube, ob jetzt New York oder anderswo, wo eben sich das Kapital eben seine Form sucht und high-rising und sichtbar. Ich glaube, das war ja vielleicht damals in dieser Ära, diese Ära ist zu Ende gegangen, die Kirchen sind bescheidener, kleiner geworden und suchen nun natürlich nach Nachnutzung. Sind jetzt natürlich nicht Orte, klar in Holland oder so findet man schon Kirchen, die in Wohnungen umgenutzt werden. Basel ist nicht an diesem Punkt, sind auch nicht genau für das geeignet, sodass jetzt bei unserer Arbeit Pauluskirche, Martinskirche, Johannes bleibt zwar sehr ein gottesdienstliches oder ein kirchgemeindliches Zentrum, öffnet sich auch zum Quartier, ein super 30er Jahre Bau. Und bei der Pauluskirche ging es jetzt um, was wird daraus? Ist jetzt ein Museum, jetzt ein Restaurant? Nein, es bleibt nah bei seiner architektonischen Bestimmung, nämlich ein Gemeinschaftsbau zu sein für die Gemeinschaft. Jetzt wird es eine Kulturkirche, wird in den nächsten 10 Tagen wieder eröffnet, nach einem kleinen Umbau und neue Trägerschaft und neues Konzept. Und vielleicht noch eben dieses dritte Segment, da kommen wir jetzt in Richtung Wohnen, sind Wohnbauareale, wo uns das genossenschaftliche Schrägstrich, es kann ja eine Stiftung sein, Schrägstrich, es kann auch irgendein Investor sein, der aber glaubhaft sagt, ich will eben, ja, ich will ein Stück Rendite, aber ich will auch mehr erreichen, das neue Jahr. Und da hast du schon angetönt, Basel hat eine reiche Tradition, 10-11% des Wohnungsmarkts sind bei Genossenschaften. Damit liegen wir hinter Zürich und vor allem, das hat Basel sehr lange umgetrieben, kam mir nicht vom Fleck. Also im Vergleich zum Gesamtbestand wurde es dann proportional eigentlich eher immer weniger. Und da wurde vor 10 Jahren die Renaissance eingeläutet. Lukas Selber Architekten hegen eine Straße ein erstes Mal und inzwischen sind etwa 1000 Wohnungen, Genossenschaftswohnungen in der Region Basel im Bau, vielleicht 2000 in Planung. Also das ist eine erkleckliche Zahl, da ging sehr viel. Die Finanzen, und das ist vielleicht die Brücke zum Thema auch, die Finanzen, da nehmen Leute, ja, auch Co-Initial von Wohnen und mehr, was wir noch anschauen gehen, Westfeld, ehemals Felix Platter, da nehmen Leute quasi das Bauen selber in die Hand. Das ist jetzt ein bisschen ein größeres Areal. Es gibt manchmal auch kleine Gruppen, Kleinstgenossenschaften, die sagen, wir nehmen das Bauen in die eigene Hand, wir suchen uns das Geld und da entstehen neue Geldflüsse. Manchmal auch so klein. Und das ist dann interessant, dass es nicht mehr das Großkapital ist, das sich irgendwo noch
Geldanlage sucht, sondern kleines Geld, mittleres Geld, das ist auch irgendwie eine, auch vielleicht eine Anlage, aber eine andere Art Anlage. Da geht es auch nicht um große Renditen, sondern mehr um einen emotionalen Wert, der da geschaffen wird. Ja. Also, ich glaube, Sie als Kennerinnen und Kenner Basels, Ihnen ist das sicher eine vertraute Siedlung, der Davidsboden, irgendwann in den 90er Jahren, also so mit 90 entstanden. Christoph-Mehren-Stiftung hat zusammen mit der Helvetia Patria das Projekt entwickelt, ehemaliges so ein bisschen Fabrikationsgelände. Gramsbacher, Schneider, Erni, die Architekten, das war wirklich sehr lang ein Ort, wo man hingepilgert ist. Und ich pilgere manchmal gerne auch jetzt noch hin, weil es einfach ein Ort ist, der sich gut gehalten hat. Es gibt Orte, die dann so nach 20, 25 Jahren ein bisschen denken, ja. Aber hier, Davidsboden, ist immer noch ein wertvoller Beitrag fürs Quartier. Da wohnen Leute auch lang, Familien beliebt und hat ein spezielles Modell auch, dass sie leben. Im Hinblick jetzt wieder auf Finance. Es ist nicht die sensationell günstige Miete, die jetzt hier auch ein bisschen anzieht, die Leute anzieht, sondern das Modell der Hausvereine. Also CMS ist sicher noch letztlich Verwalterin und die Helvetia hat auch letztlich noch jemand, ich meine Privera, als Verwalterin über alles. Aber die Hausvereine organisieren vieles selber. Es ist eine Art Teilselbstverwalterung. Zum Beispiel wählen die Mieter und Mieter ihre Nachbarn aus. Also es gibt noch ein Vetorecht, glaube ich, drin der Liegenschaftsverwaltung, aber das wird wahrscheinlich kaum je ausgeübt. Sie rächen selber das Laub und machen einen kleinen Grünunterhalt. Und also da wird relativ viel gemacht. Ich habe eine hohe Achtung davor, wie man da sich noch am Feierabend engagiert, in Hausvereinen und so auch das Zusammenleben organisiert. Ich finde es auch ein wertvolles Modell, vielleicht im Hinblick auf Arealentwicklungen, vielleicht in Kliebeck, vielleicht auch andernorts, solche Hausvereine. Wenn ein Eigentümer sagt, ich will es jetzt nicht einfach weggeben, das Land einer Genossenschaft oder einer Stiftung oder einem Verein übergeben, ich will selber bauen, dass dann aber ein Hausverein das dann beisteuern könnte, was eine klassische Liegenschaftsverwaltung nicht kann. Nämlich Leben und ein bisschen Activity und diese Gemeinschaftsgeist. Wir gehen einfach so wie mal noch rasch rein und dann auch hinten wieder raus, weil das ist so die kommunikative Art, diese Hofgasse, die hier bis heute schön lebt. Also gehen wir mal. Ein Freund von mir, der lebt in einem dieser Häuser hier, die sind Maisonetten, da ist dann die Küche gleich mal dahinter. Er hat dann oft das Fenster offen und serviert dann ein bisschen Espresso und so. Und ich glaube, da wird wirklich auch gequatscht und parliert am Abend. Und das ist hier so die Siedlungsbar, also dieser schmale Hofbau, wo dann von der einen Seite man schon bereits in den restlichen Hof dann reinschauen kann. Also eine sehr lebendige Geschichte. Ich schaue gleich hoch, was hier, also auch in ein Jubiläum, das da befeiert wurde. Die Liegenschaftsverwaltung tun sich manchmal, höre ich dann auch ein bisschen schwer, das ist für die Liegenschaftsverwaltung, die klassischen, nicht so ganz einfach. Wie gehe ich mit diesen Hausvereinen um? Können Sie sich vielleicht schon noch so ein bisschen vorstellen, diese Lebendigkeit und dann da an Sitzungen kommen zu müssen, das ist also für diese Liegenschaftsverwaltung Ihnen manchmal auch ein bisschen eine Herausforderung und auch umgekehrt. Also so Modelle sind nie alleinselig machend. Das Modell 1 hat den einen Vorteil, das Modell 2 vielleicht wieder den anderen. Ich finde, es hat so eine Art Unbekümmertheit. Hier wird einfach gelebt und dann wächst auch mal was hoch und dann wird auch wieder mal was hingehängt und dann kommt es auch wieder mal runter. Also wer, glaube ich, allzu ordnungsliebend ist und es wirklich ganz genau nach 90 Grad, der wohnt dann vielleicht hier nicht, aber und wer auch sehr lärmintolerant ist, also wem es dann am Abend mit Kindern und so dann schnell mal ein bisschen zu laut ist, wohnt vielleicht auch eher wieder nicht hier, weil hier ist es dann wirklich sehr lebendig, auch gleich dann abends. Gut. Ich könnte es nicht mehr sagen. Ja, wüsste ich jetzt nicht genau. Also jetzt haben wir wie Genossenschaften vorhin gesehen, selbst organisiert, wirklich vom ersten Franken an sich zusammentun, Sitzung für Sitzung, und welches Architekturbüro nehmen wir und wie schaffen wir es, der Habitat- und Baurechtsdienst zu zahlen und wollen wir ein Hausreglement oder wollen wir keins. Alles selbst organisiert, vorhin. Hier eine Investorin baut, einmal eine Stiftung, eine andere ist die Helvetia. Aber CMS hat jetzt das nie so als, schon immer auch unter einer sozialen Note gesehen, aber die Mieten sind jetzt nicht irgendwie runtergeholt und Stiftungen und so, sondern das ist für die CMS letztlich auch einfach ein Mietobjekt,
Klar, eben mit diesem speziellen Fokus der Hausvereine und einem speziellen, vielleicht auch Zusatzaufwand, den man dann leistet. Hier würde ich sagen, eine Art Teilselbstverwaltung, eben indem die Bewohnerinnen doch einen Teil auch der Aufgaben selbst übernehmen und auch eine kleine Kasse natürlich haben, wo sie dann vielleicht auch von der Liegenschaftsverwaltung aus rein bezahlt bekommen, um gewisse Dinge gleich selbst zu erledigen. Die, nein, die ist eben, ja nicht. Nein, sie verkaufen. Vielleicht doch. Vor 2-3 Jahren, als ich da noch sicher, angeschlossen war, hieß es, sie wollen sich zurückziehen. Gerade wegen der Diskrepanz zwischen konventioneller Liegenschaftenverwaltung und dieser Lebendigkeit hier, hat man gesagt, okay, man zieht sich da zurück. Aber ich weiß es nicht. Passiert. Nein. Ich hatte vor einem halben Jahr eine Sitzung mit einer Präsidentin eines Hausvereins, habe dort jetzt keine. Nichts anderes gehört dann. Aber die Diskrepanz, ich glaube, das deckt sich, oder es ist so ein bisschen, wenn dann die Privera damit Hausverein und so ist es natürlich. Ja. Wir gehen hoch, das ist ein kleiner, der Platz wurde vielleicht vor 5, 6, 7 Jahren mal noch ein bisschen erneuert, da wo wir jetzt durchstechen, so ein bisschen der Aktivitätsplatz oder ein bisschen der Bolzplatz und gehen hoch in Richtung der Entenweidhochhäuser, erst eben vorhin schon gesagt, erste Wohnhochhäuser der Schweiz. Basel hat da immer wieder mal ein bisschen eine Pionierrolle. Du hast ja auch mit den Gotteshäusern angefangen und in dem Sinn könnte man ja auch sagen, dass Religion followed finance auf eine Art, weil es ja auch eine räumliche Darstellung ist des Geldes. Das ist, war also auch getrieben. Es waren ja in Italien die großen Medici, die Aufträge gegeben haben und die eigentlich auch die Ästhetik beeinflusst haben, die Größe. Also das ist eigentlich die neuen Kathedralen, sagt man ja, waren bei uns in der Schweiz mal die Banken bis vor etwa 10 Jahren und es sind es doch auch hohe Häuser in den Städten, die eigentlich die Kirchen abgelöst haben. Ich glaube, der Bitzturm durfte noch nicht so hoch sein wie der Münsterturm. In der Zwischenzeit haben sich die Machtverhältnisse, kann man schon sagen, eigentlich verschoben. Also finde ich das eine sehr interessante Feststellung und auch meine Frage wäre jetzt, du bist ja dann eben, du suchst diese anderen Projekte, diese anderen Orte und die Mehrwerte und die sind dann nicht direkt auf ökonomischen Grundsätzen beruhen, weil ich behaupte, dass wenn die anderen 90% jetzt nicht genossenschaftlich sind, wenn da dann von denen noch 80% den Pensionskassen gehören, ist das getrieben schlussendlich durch eine Renditeerwartung. Meine Frage wäre jetzt, deine Projekte folgen die auch finanziellen Gegebenheiten? Die sind ja auch getrieben durch das, weil ihr viel oder weniger Geld habt oder weil sich Möglichkeiten übers Geld eröffnen, dass ihr zum Beispiel das Land nicht teuer erwerben müsst, dass es nicht viele Zwischenverdiener gibt bei den Projekten. Aber inwiefern sind sie dann trotzdem, folgen sie auch finanziellen Grundsätzen? Es ist schon so, an jeder zweiten Sitzung, wenn man an so ein Projekt rangeht und es lang leitet oder begleitet, ist natürlich Geld auch ein Thema. Man muss es suchen, man muss es finden, wenn man eine neue Genossenschaft gründet, man startet bei null, ein riesen Husarenritt quasi, bis man überhaupt mal bei einer Sockelfinanzierung ist, dann gibt es schon Förderinstrumente, weil ja die Politik auch ein bisschen sagt, wir wollen diese Art von Wohnung, das ist dann nicht immer nur gut angesehen, dann sagen wir bei den klassischen Investoren, die finden dann so ein bisschen, ist das jetzt rechtens und oder richtig, dass jetzt diese Art des Wohnens und des Bauens noch mit staatlichen Mitteln, zumindest ein bisschen indirekt, Vergabe von Land im Baurecht und Darlehen und so weiter, unterstützt wird. Also ja, Genossenschaften haben auch ökonomischen Druck, insbesondere wenn Bauteuerung einsetzt, man nicht mehr so gut vergibt wie vielleicht am Anfang, wenn Hypothekarzinsen steigen und man eigentlich ja die Erwartung hegt, dass der Wohnraum günstig wird hinten raus. Und vielleicht am Anfang der ganzen jetzt entwickelt,
vielleicht das Baurechtsland auch nicht einfach ganz so günstig war oder ist. Da gibt es Städte, die hier noch ein bisschen mehr entgegenkommen zeigen, wobei wir jetzt gerade in Westfeld enorm glücklich waren über diesen mutigen Zuschlag der Regierung, die gesagt hat, wir geben 36.000 Quadratmeter Land einer Genossenschaft frisch gegründet. Also staune ich heute noch eigentlich, dass die damals einfach gesagt haben, das probieren wir mal, denen geben wir es. Ist jetzt auch gut rausgekommen. Ich glaube, wir versuchen, was eine Antwort doch auch sein könnte, ist, wo fließt dann, wenn man schon Geld braucht und aber hinten raus ja keine Rendite erzielt, dazu sage ich nachher noch was, wo findet das Geld dann seinen Niederschlag? Eben ist es protzige Höhe und die obersten 50, ich sage jetzt mal, die obersten 50 Meter Rostturm sind wahrscheinlich jenseits von Nutzen und Ertragsrechnung oder das ist mehr Kern als Rest. Das heißt, da hat es auch noch andere Treiber, vielleicht auch städtebaulich, aber der Treiber, vielleicht jetzt gerade Genossenschaften, lenken wir lieber das Geld auch in den Außenraum, in die Gemeinschaftsfunktionen, bleiben wir innen, wo es geht, vielleicht vom Standort her ein bisschen bescheidener, Wohnflächen ein Stück reduziert, zugunsten gemeinschaftlicher Räume, und das kann forcierter sein. Lena, die Genossenschaft, die mit uns auf dem Westfeld an einem Gebäude beziehen wird, die sagt sehr stark, wir machen sehr starke Reduktion vom Individualwohnraum und geben sehr viel Kantina, Lobby, Eingangsbereich. Außenraum, Freifläche, da finde ich, wird oft bei konventionellen Projekten viel weggespart. Da kommt dann noch ein bisschen Asphalt rundherum und noch ein bisschen Thuja-Hecke und noch ein bisschen Grün. Das ist aber, glaube ich, ein Riesending für auch gesamtgesellschaftlich, dies zu öffnen, diesen Teil des Projektes Wertschätzung beizumessen. Das kostet dann auch ein bisschen was. Das hat aber einen schönen Effekt oder auf Umland, auf die Leute drumherum. Und das werden wir beim Westfeld auch stark sehen, wie das vielleicht auf den ersten Blick, wo auch Steinplattenbelag oder ein bisschen so in der Art Gartenstadt, auch die Brücke zu den Entenweidhochhäusern, die auch mit diesen Matcha-Platten in den 50er Jahren war ein beliebtes Motiv, das nehmen wir hier ein bisschen so auf. Ja, aber die Platte, die liegt da auch 100 Jahre oder 150 und ist dann nicht irgendwie rotten through nach zwei Jahrzehnten. Ja, eine weitere Frage auch in diesem Form Follows Finance wäre vielleicht, inwiefern suchen oder kommt das Klientel in alternative Eigentums-, Wohn-, Miet-, Besitzformationen? Kommen die eher aus idealistischen Gründen und aus dem Bedürfnis einer anderen Form des Zusammenlebens? Oder ist es auch mehr finanziell getrieben, weil man zum Beispiel als alleinerziehende Person einfach mit zwei, drei Kindern sich das auch nicht leisten kann, eine Wohnform zu finden in einem renditegetriebenen Umfeld, wo ja auch, ihr habt ja auch Regelungen zum Teil, wer da wohnen darf und begünstigt solche sozialen Situationen. Was meinst du da eher und gibt es auch Leute, die das finanziell vielleicht gar nicht bräuchten, aber aus idealistischen Gründen dort wohnen? Wie siehst du das auch in der Zukunft, auch die Mischung der Leute und die Beweggrund, sich alternativen Wohnbesitzformen auf diese sich einzulassen? Ich glaube, bei Neugründungen, frischen Genossenschaftsprojekten ist viel Idealismus, sind viele Gruppen schon, die sich vielleicht zum Teil auch schon kennen und das umsetzen möchten. Und der Vorwurf dann auch laut wird, ja, die Genossenschaften hätten doch ein bisschen niedrigen Ausländeranteil im Vergleich, oder man da die Kalkbreite in Zürich mal soziologisch durchleuchtet und sagt, ja, das sind auch viele Akademiker, Wohner. Also gerade in Zürich war eine recht lebhafte Debatte zu diesem Thema. Und ja, es sind schon auch natürlich die Leute, die diese Art des Wohnens suchen. Aber da gibt es so viele Facetten von viel Gemeinschaft, viel miteinander machen, sehr wegeartig, bis hin zu, man kann es sich aussuchen, man hat seine privaten, logischerweise Räume und die Wohnungen haben eine schöne Größe und dann gibt es einfach dazu ein paar weitere Gemeinschaftsangebote.
Was mich auch persönlich umtreibt, ist das Zugänglichmachen dieser Projekte, die aus diesem Idealismus heraus auch kommen, für Leute, die vielleicht für Idealismus fast keine Zeit haben, weil sie einfach auch ein Stück ums Überleben kämpfen, Budget knapp, keine Zeit noch, sich irgendwie groß gründig zu machen auf dem Wohnungsmarkt und schon gar keine Zeit oder Kraft und manchmal auch vielleicht Vermögen, das Vermögen, einer solchen Situation mitzuwirken. Vor allem, wenn es eben so diese Mitmach-Start-up-Genossenschaften sind. Da ist die Genossenschaftsszene aber sehr daran zu sagen, wir wollen unbedingt diese Genossenschaftswohnung diesen Leuten zugänglich machen, weil die brauchen es wirklich. Weil in diesen älteren Genossenschaften aus den 50er, 60er Jahren ist dir auch bekannt, das sind die unschlagbarsten Mietzinsen. Ja. Das kriegst du auf dem Westfeld mit Neubauern nirgends hin, Wiesbüchel Süd auch nicht. Das sind die unschlagbaren. Die Genossenschaften werden auch immer wacher und aufmerksamer in dieser Hinsicht. Arbeiten mal mit IG Wohnen, mal mit Stiftung Wohnhilfe und so weiter zusammen, um auch da dieses Zugänglichmachen, dieses sehr günstigen Wohnraums für Leute, die es wirklich auch brauchen, zu ermöglichen. Und wir jetzt auf dem Westfeld haben andere Instrumente kreiert. Wir schauen sehr auf Durchmischung. Das kann nicht sein, dass alle Baumgarten und Müller und Meier heißen. Alt, jung, zugezogen, schon lange in der Schweiz. Und vor allem auch gerade beim Portemonnaie quasi, die Leute anzusprechen, die angewiesen sind. Dazu haben wir auch einen Solidaritätsfonds kreiert, weil das manchmal auch die Hürde ist, wie viel Genossenschaftskapital muss ich mitbringen, um da überhaupt dann wohnen zu können. Und da gibt es auch Bestrebungen, dass man das substituiert, also dass man das ersetzt, hilft, dass Leute, die es nicht haben, das nicht dann die entscheidende Hürde war, an der sie da bestraft sind. Wir haben also einen hohen Betrag in einem Solidaritätsfonds, sodass das dann nicht der Grund sein kann, dass jemand es sich nicht leisten kann. Da haben wir das Glück. Da funktioniert der Lift. Danke vielmals, dass wir da verkauft haben. Mögen alle mit dem Lift fahren. Ich glaube, Sie alle kennen gute Projekte von Investoren. Ich glaube, so dieses Einteilen in Gut und Böse, ich weiß, das nervt dann auch mal ein bisschen, dass man jetzt im Moment so ein bisschen die Genossenschaften, das Gute und die anderen, ist ja nicht so. Ich glaube aber trotzdem, dass eben die anderen stärker diesen Marktschwankungen und vor allem dieser Bodenpreisentwicklung unterlegen sind. Das glaube ich, da erzähle ich ja überhaupt keine Geheimnisse, dass das ja einfach die Entwicklung schlechthin gewesen ist, diese Bodenpreise. Und da ist natürlich eine Genossenschaft, die ein bisschen träger ist und die vor allem ja natürlich auch nicht Gewinne abzügelt, sondern einfach konstant bleibt. Ich weiß nicht, Frau Stümmichle, was Sie bezahlen für Ihre. Ich glaube, Sie sind in einer Dreizimmerwohnung. Zwei Zimmerwohnung. Also ich zahle 835 inklusive. 835 inklusive und zieht jeden Abend da hier raus, oder? Den Sonnenaufgang hier. Genau. Ist natürlich ein Preis, der aus den 50er, wie soll ich sagen, insofern aus den 50er Jahren stammt, als dass man dann gebaut hat. Und ich weiß von etlichen Genossenschaften, dass es damals hieß, ja, das ist schon ein bisschen etwas eher für mittelständische und Beamte, weil früher am Anfang die Genossenschaften hat auch beim Preis, wie will man es machen? Man hat das Land, das man hat, man baut, wie man baut. Und erst über die Jahre wird es dann so günstig, wir werden das beim Westfeld sehen, wo wir ja nachher dann hingehen, dass dort die Anfangsmieten vielleicht auch nicht ganz, sie sind moderat unter Markt. Also für uns, die waren. Als man es gebaut hat, genau. Und heute ist man bei diesen sensationellen Preisen, die man so hat. Die Tour d'Horizon. Ich finde es unglaublich, wie wir da heute sogar bis in die Vogesen sehen. Ich habe fast den Eindruck, ich ahne Paris da hinten. Die Burgunderpforte. Man sieht die Werkarena, dieser Bug, dieser grau-schwarz gebänderte Bau, hat jetzt mit Wohnungsbau nichts zu tun, sondern mit dem Gewerbe, das auch übrigens Mieten sucht, die eben für Gewerbler zahlbar sind. Allerdings ein Modell, das nicht ganz so ins Fliegen kommt. Da steht noch viel leer. Dann haben wir Flughafen, die großen Umrüst-Hangars, wo man da die Flugzeuge umbaut in Luxusobjekte.
Und dann sehen Sie diese grüne Kammer, das ist ein Projekt, wo ich jetzt 10 Jahre daran gearbeitet habe, 11 Parc de Carrière, da ist noch nicht so viel sichtbar. Wenn Sie mal so an einem sonnigen Tag rausgehen, erste Wege gibt es, Spielplatz, Weg. Also ein Freund von mir hat mir eine sehr schöne SMS geschickt, Andi, wow, ich sehe Leute, ich höre Vögel zwitschern, ich sehe neue Bäume und so. Und das soll da weitergehen und ich bin auch insoweit... In dieser grünen Kammer, hinter diesem, sehen Sie diesen weißen Tatzelwurm, das, dieses weiße Gebäude, das sich etwa 10, 11 Mal wiederholt, ist auch einer der jüngsten Genossenschaftsbauten, der entstand. Die WG, die neue Wohngenossenschaft NWG zusammen mit der Wohngenossenschaft Bündnerstraße, also zwei genossenschaftliche Bauherren haben wiederum auf Baurechtsland Kanton Basel-Stadt diese Wohnung gebaut an der Burgfelder Straße. Und dahinter wird es doch ein bisschen grüner. Und das ist diese Landschaftskammer, Felder, Kiesabbau. Und der Motor der Entwicklung dort war, hey, wenn der Kiesabbau durch ist, wenn die da auf großen Flächen den Kies draußen haben und mit Schweizer Bauboden aushub, wir reden nicht von Schutt oder Baumaterial oder Demolition oder so, sondern wirklich von Boden aushub gefüllt wieder ist, soll nicht der Maisbauer wieder drauf. Sondern dann soll es doch ein bisschen feingliedriger werden und ein Erholungsraum, der auch erreichbar ist, weil heute strandet man noch immer ein bisschen an den Landesgrenzen. Also diese grüne Kammer. Und dann wird das höhere Gebäude, das ist, wenn Herzog Dömerer baut, werden immer alle Regeln gebrochen oder gesprengt, weil dieser Bau dort, die Baustelle, ist das erste der Bachgrabengebäude, wo eigentlich man eine Traufhöhe mal definiert hatte, aber... genau, jetzt das Büro sagt, das muss dringend höher sein, weil es braucht ein Eingangsgebäude, das ist das Alba-Haus. Und dann dahinter das Schweizerische Tropeninstitut. Und dann links Felix Platter, jetzt ist es doch einigermaßen frisch ausgerüstet, das alte. Da pilgern wir ja hin. Und in dem hellgrünen Tuch dann die Neubauten. Und das, diese stichartigen, giebelartigen Gebäude, das sind eigentlich alles Wohngenossenschaften. Also wir sind schon in einem Gebiet mit vielen Wohngenossenschaften. Wenn Geld ins Spiel kommt, dann kommt ja auch eine gewisse Umsetzungspower ins Spiel. Und dann können sich Bauherrschaften, die mit dem vielen Geld dann auch sich erlauben, durchaus mal so einen Bebauungsplan vielleicht sich zu wünschen und die Behörden dazu zu bringen, dass es dann den gibt. Dann werden die normalen Bauregeln ja dann übersteuert mit diesen Sonderbauregeln. Dann darf man dann auch je nachdem höher bauen. Ist eine Entwicklung, die ich irgendwo immer wieder auch finde, ja, es ist auch richtig, dass man an speziellen Orten etwas Spezielles dann bauen kann und andererseits ermöglicht es einem auch dann halt unglaubliche Volumina dann auch zu kreieren und zu behaupten, dass die eigene Firma natürlich die allerwichtigste ist und man vielleicht eventuell übermorgen auch ins Ausland wechselt, wenn man das nicht bewilligt bekommt. Und darum beruft sich dann die Stadt schon auch auf ein Hochhauskonzept, aber dann ehrlich gesagt wird dann einfach doch auch dort in die Höhe gebaut, wo dann gleich eine Opportunität entsteht. Also wenn man heute in der Stadt Basel, und es ist fast noch verrückter, wenn man dann so beim Bruder Holz runterscheidet im Gundel, ist klar, der Gleisraum soll akzentuiert werden, das wird jetzt dann auch noch mit Nauentor. Roche macht auch ein bisschen so nach ihrem Gusto. Und dann kommt jetzt noch ein Horburgturm, der wird sicher gestaltet schön von Buchner Bründler, aber steht auch dann ein bisschen irgendwo. Und dann Rosenthal soll aber auch dann noch bis 160 Meter, das ist dann zwinker, zwinker, 10 Meter tiefer als der Bau 1 von Roche. Man wollte dann doch vielleicht da ein bisschen die Referenz noch wahren. Ich hätte gesagt, bleiben wir bei 100, 110 Metern, weil das ist vielleicht so ein bisschen diese Kleinbaselhöhe, die sich da einspielt. Also es wird vom Thema Geld sicher dort auch geschaut, dass man ein Stück repräsentiert und auch ein Stück Nutzung hinbekommt. Klar, Basel ist ja begrenzt in der Fläche, darum das sicher das Gebot der Innenverdichtung. Handgerum haben wir jetzt 110 Hektar an Transformationsgelände. Also ich muss dann auch immer ein bisschen auf den Stock zählen, lächeln, wenn man dann von dem ganz großen Druck spricht, denn wir haben eigentlich so viel Transformationsgelände, wie wir vor 10, 15 Jahren es nie gedacht hätten, dass wir es haben. Und bin persönlich immer wieder auch froh, wenn dann einfach Blockränder entstehen, klassische Formen, Baumgartenhäuser 2.0 sozusagen, weil ich finde, das gibt eine schöne Maßstäblichkeit. Ich fand es auch wiederum in Davidsboden, wenn zumindest diese Mischung erhalten bleibt. Und so. Also wir schauen weniger auf das Entwicklungsareal Dreispitz, das ahnen Sie, was da hinten steckt. Sie sehen ein bisschen so Kliebeck mit den Ansätzen.
ein Riesenentwicklungsareal. Das Rosental hat sich jetzt ein bisschen verabschiedet, ist dann schon, wenn der Syngenta-Hochhaus ist ja abgebrochen. Das heißt, man muss jetzt fast ein bisschen den Blick ausrichten, wo sieht man vielleicht den Badischen Bahnhof. Ich sehe ihn noch nicht mal. Genau. So klein ist der Badische Bahnhof schon. Ja. Und dann hier liest Büchel, beziehungsweise bekannt jetzt eher unter dem Namen Volta-Nord. Wir haben ja gestartet beim Musikerwohnhaus. Und da, wo es ein bisschen dann steppig wird, da wird ja SBB bauen und wird zum Beispiel die WGN, die Wohnbaugenossenschaft Nordwest, bauen. Also da war jetzt dieser berühmte Drittel preisgünstiger Wohnungsbau, der hier eingefordert wurde und auch gebaut werden wird. Und natürlich auch in den Vorortsgemeinden, das finde ich auch erstaunlich, was da gelaufen ist. Also Birsfelden, Bratteln, ja, auch im Hochhausbereich und wie es da mit dem genossenschaftlichen Wohnbau ist. Also es gibt in jeder Vorortsgemeinde dann so vielleicht ein, zwei aktuelle Projekte. Ja. Birsfelden hätte ja sein Zentrum ja mit viel genossenschaftlichen ja Power erneuern wollen. Kraftwerk. Macht jetzt wieder einen ja Anlauf. Das Köpfli auch. Kraftwerk, ja. Ja, viele Bestandesgenossenschaften, zentrale Bratteln, 450 Wohnungen allein beim Bahnhof Bratteln von verschiedenen Genossenschaften. Und das Modell mausert sich ein bisschen. Ich finde es auch noch schön, dass es da nicht gleich heißt, ja, das ist so eine Art linksgrünes Modell, wieso soll eine Rechtsform mit einer politischen Einstellung zu tun haben. Es ist ja eigentlich, es gibt auch Elbler-Genossenschaften und Händler-Genossenschaften und so weiter. Mikro, Mobiliar und so weiter. Ich glaube, man kann Angebote schaffen mit der Architektur. Ich glaube, das ist das, was ich sicher als Büro auch muss. Wie komme ich heim? Was ist mein Heimweg? Verschwinde ich gleich, schwupps, Lift weg? Oder gibt es da vielleicht, gerade bei längeren Größenbau, vielleicht eine Art ein gemeinsamer Weg, wo ich dann auf dem Weg zum Briefkasten mal noch an jemanden vorbeilaufe, auf dem Weg zum Waschsalon an jemanden vorbeilaufe. Und vielleicht habe ich dann trotzdem in Großwohnungen vielleicht noch den Anschluss für Waschküche, für eine Waschmaschine und einen Tumbler, weil dann vielleicht wieder jemand sagt, ja, ich will nicht mit der Wäsche vom Waschsalon dann hoch zu mir. Dann baut man halt vielleicht mal später mal noch was ein. Aber diese Angebote zu schaffen, ich glaube, da sind auch Schweizer und Schweizer inzwischen sehr dankbar. Es gibt viel Vereinsamung, viel Leiden, glaube ich, auch in vier Wänden. Und da einfach sich so ein bisschen zu sehen, informell, halte ich diese Angebote für noch wichtiger als der Gemeinschaftsraum hinten links, der dann doch nicht direkt offen ist oder dann im strengen Hauswart den Schlüssel zu stark macht. Oder so. Also diese informellen Geschichten. Um mal vor Außenraum frei werden, wie komme ich heim? Mhm. Das zeigen auch Studien immer wieder. Da geht es lang. Mhm. Also zuerst, ich glaube, das war gesagt universell und ich würde auch unterstreichen wollen, dass es viele tolle Investoren gibt, die Investoren und so, die eigentlich sehr motiviert auch bauen und die Freude haben, das zu entwickeln und so weiter. Und dann kommt auch wahrscheinlich die Phase, da kommt man so Vorprojekt, Bauprojekt, Kostenschätzung, Kostenvoranschlag und dann merkt man, und dann kommt der Rotstift und dann streicht man sich ziemlich viel so zusammen. Weil dann sagt dann schnell mal einer, diese übergroße Eingangshalle dürfte auch kleiner sein, weil da können wir noch ein kleines Wohnstudio reinquetschen und so weiter. Das ist eine heikle Phase, die überstehen vielleicht viele Projekte nicht. Dann braucht es ein bisschen Mumm, auch dann in der Bewirtschaftung zu sagen, ja, Gemeinschaftsraum, Siedlungsbar, die heißen dann lustig, weil wir Pantoffelbar sind, dann mit Davidsboden oder, ja, das braucht Bewirtschaftungsideen, wir putzten den und dann ist halt vielleicht nicht sauber aufgeräumt, da braucht es vielleicht eine Crew oder, und da arbeitet dann der Investor mit der Immobilienverwaltung sowieso, seiner Lieblingsfirma, und die haben aber Leute dort sitzen, die da von Anfang an ein bisschen abwinken, sagen, also, nein, haben wir ganz schlechte Erfahrungen gemacht, diese Siedlungsbar, da immer dreckig. Und dann kommt das wieder ins Rutschen. Das hat man mit Milieu zu tun, wer arbeitet eigentlich bei welchem Investor, bei welcher Immobilienverwaltung und hat Lust auf was. Und was setzt man halt auch ein bisschen beharrlich durch in einem Projekt und was kommt dann wieder weg. Vielleicht ein Aspekt ja noch, warum jetzt Genossenschaften schon die Kostenmiete, das ist so ein Zauberwort. Kostenmiete, die Miete bemisst sich nach den effektiven Kosten. Da darf auch mal ja, Zinsdienst und ein bisschen Erneuerungsfonds und so weiter. Da
da ist die bemessen, die Miete danach. Und nicht noch Rendite erwartet. Und das bedeutet, dass die Genossenschaftswohnungen sogar im Schnitt verglichen mit dem Markt in jedem Jahrzehnt noch günstiger sind im Schnitt, im Vergleich. Und darum, ja, andere können anders auch, nur da wird dann erstens mal vielleicht schon am Anfang ziemlich viel auf die Miete geschlagen und vor allem hinten raus wird es einfach nicht mehr leistbar. Und darum finde ich natürlich schon faszinierend, wenn man das Bauen ein bisschen mehr in die eigene Hand nimmt. Nicht als kleines Privatperson, vielleicht auch nicht als Fünfer-Crew, ich glaube, es braucht ein bisschen ein Volumen. Und ein bisschen, aber dass das einfach hinten raus diesen Wohnraum gibt in einer Preiskategorie, die einfach unschlagbar ist. Und für viele Leute ist das essentiell, dass nicht die Krankenkasse immer teuer, kannst du dich nicht wehren dagegen. Mhm. Steuern kannst du dich auch in dem Sinne nicht wehren dagegen, aber das Wohnen ist uns ziemlich gerade der nächste Posten. Und wenn der derart hochgeht, ja, das bist du bestens, weil der Landpreis derart hochgeht, ohne dass ich irgendwas mache, der geht einfach hoch und hoch, weil das Gut Land so derart beliebt ist und umkämpft und gesucht. Da sichern natürlich Genossenschaften schon ein Stück Feld, das sehr essentiell ist. Sie können dann auch alle noch ein bisschen an der Kante noch ein Auge voll nehmen. Also wir sind jetzt schon im urbaneren Maßstab. Man merkt schon ein bisschen 50er Jahre und wie man hier, wo wir auf dem Westfeld angelangt sind, man natürlich schon einfach noch ein bisschen eine höhere Dichteerwartung hatte an die Baugenossenschaft, die hier das Areal übernehmen konnte. Ich war zusammen mit Richi Schlegel, ein Co-Initiant. Wir sagten uns, hey, wir sollten euch in Basel auch mithelfen, dass die Genossenschaften wieder ein bisschen noch mehr zum zugekommen und weil es gibt ganz viele tolle, es gibt ja um 200 Genossenschaften, von den kleinen Lies Büchel oder die richtig was reißen als Kleingenossenschaft. Es gibt die Eisenbahner Baugenossenschaft oder die Wohnstadt oder die WGN, die große Wohngenossenschaften sind mit 700, 800, 900 Wohnungen. Die bauen auch. Die haben eine Geschäftsstelle, aber die waren damals platschvoll, als hier sich abzeichnete, dass das Westfeld genossenschaftlich vergeben werden könnte. Und haben wir uns gesagt, komm, wir gründen eine. Und es war wunderbar zu erleben, wie Genossenschaften im Umfeld sagten, hey, wir springen auf den Zug mit auf, wir geben dieser neu gegründeten Kapital. Wohin geht das Geld? Da sind jetzt Genossenschaften, die haben ein Stück Geld. Die haben ja in den 50er, 60er Jahren gebaut, haben gut geschaut, haben ihre Hypotheken zurückgefahren und die haben anderes Geld, aber bauen selbst jetzt nicht mehr groß, sanieren, aber bauen nicht mehr. Wir haben also etliche Genossenschaften, die mit 1 Million Franken eingestiegen sind und das war ein Riesenboost, weil dieses Gelände kostet dann alles in allem 250 Millionen und man hat am Anfang null. Man hat einfach den Glauben, komm, wir schaffen das, wir haben einen tollen Vorstand und wir kriegen das hin. Und kriegt es dann hin, weil zum Beispiel Privatpersonen anfangen einzustellen, vor allem aber, weil eben befreundete Genossenschaften einstellen. Das ist der große Wohnhof, Sie müssen vielleicht dann so sich ein bisschen reinlehnen. Es ist natürlich schon ein großer Maßstab, aber ich zeige Ihnen nachher auch die Qualität, warum es hier ein bisschen dichter ist. In einem riesigen gemeinschaftlichen Wohnhof. Nach außen ist das viel verzahnter oder ein bisschen so ein bisschen ausgestülpter. Und hier ist es ein bisschen geradliniger mit einem, glaube ich, freue mich drauf, ein Erleben dieses gemeinschaftlichen Wohnens in diesem Wohnhof. Ich hoffe, dieser Baum überlebt. Er hatte noch ein bisschen robuster ausgesehen, weil es der Versuch natürlich ist, mit bestehenden Bäumen auch ein bisschen noch an diese Grünqualität von Anfang an rein. Das wird dann sofort auch anders aussehen. Nach 3, 4, 5 Jahren wird da mehr Davids Bodenflair einsehen, weil da sollen überall auch Ranken hoch sich ziehen. Sie sehen schon diese Rankgerüste oder dass sich das alles ein bisschen begrünt und bewegt. Noch eine kurze Frage. Finanzierung, ist das für euch schwieriger? Müsst ihr mehr Eigenkapital einbringen, um von Banken zum Beispiel Geld zu bekommen, als ein anderer Investor? Nein, eher sogar noch ein Tick weniger, weil die Stadt Basel mit Bürgschaften, also sage jetzt mal, es gibt so minimal 6-7% Eigenkapital. Aber ich sage, ich habe jetzt kaum noch eine Genossenschaft erlebt, die das dann doch gewagt hat, noch den weiteren Prozent, sich mit Bürgschaften vom Kanton so zu sichern.
Also man, aber mit 10%, 11%, 12% ist man dann durchaus unterwegs. Die Banken sind natürlich ein bisschen wackelig, weil sie sagen, hey, wie groß ist das? Wie viel Geld braucht ihr? Wir haben also weit über 110, nein, 150, 160 Millionen, die hier allein über Bankenfinanzierung noch beigesteuert werden müssen. Also das bei den Banken schon auch noch, die leuchten dann ziemlich, ja genau. Und dann ist das Baurecht noch, das haben Sie auch nicht gesehen, oder? Und dann ist noch Baurecht. Aber man hat natürlich auch hier einen wunderbaren Standort und ein Gesamtensemble, wo auch eine Bank dann sagt, da glauben Sie auch mit dran und so weiter. Könnte Einwohnergemeinde Basel-Stadt, sprich Kanton, und wurde im Baurecht vergeben. Einwohnergemeinde, also der Bürgergemeinde. Nein, Einwohnergemeinde. Einwohnergemeinde. Wurde en bloc vergeben. Ich hätte immer gesagt, komm, als wir gegründet haben, gesagt, komm, go for it. Oder wir versuchen gleich ein paar andere Genossenschaften mit anzuzünden. Wir kriegen ja da vielleicht die Hälfte und so. Und am Schluss wurde dann klar, der Kanton liebäugelt eher mit einer Gesamtvergabe en bloc. Ich muss auch sagen, ich begreife es, ich könnte es vorstellen, an so einem Projekt, das ist so komplex. Im Untergrund, mit der Einstellhalle, mit der Nachbarschaft, mit den nur Bodenbelastungen, nichts so Schlimmes. Da gibt es so viele Gesamtthemen, dass wenn Sie da 5 Bauträger sind oder 7, also man wird fast wahnsinnig. Also man wird schon fast wahnsinnig so. Aber wir sind jetzt, ich glaube jetzt, erzähl noch ein bisschen was dann mehr, wenn wir doch einen Schritt höher sind. Ja. Habe ich das richtig verstanden? Baurecht und die reine Bautätigkeit, die kommt mit 12% Eigenmittel. Mit 10 bis. Ich sage an dieser Stelle. Ich muss kurz die Konstruktion erklären. Die Stadt ist Baurechtgeber. Ja. Also Eigentümer des Grundstücks. Wer ist der Träger des Gesamtprojektes? Genau. Die eben von uns dann damals gegründete Baugenossenschaft Wohnen und Mehr. Ah, okay. Sie hat sich gegründet aus dem einen Impuls, hey, wir sollten überhaupt wieder noch mehr Bauträger haben, die sich was vornehmen im Genossenschaftssegment und auch natürlich liebäugelnd mit diesem Areal oder wissen, das kommt jetzt dann als nächstes. Und dann die Vergabe an diese Baugenossenschaft, die 36.000 Quadratmeter übernommen hat, von leergeräumt, das wurde dann wie quasi planiert. Wir kommen dann drauf, wenn wir sehen es schon an der Ecke ein bisschen nach vorschauen, dieses alte Spital war ein bisschen Teil dieser Geschichte. Die Regierung wollte es an sich eher abreißen, weil sie auch ein bisschen sagt, ja, die Genossenschaften, denen wir es ja dann wahrscheinlich versprechen, dieses Land im Baurecht, die kommen nicht so gut klar, wahrscheinlich mit so einer schwierigen Umnutzung. Und es hat sich ein bisschen eine hitzige Debatte entbrannt, Heimatschutz und freiwillige Denkmalpflege haben gesagt, nein, wir sind nicht einverstanden, dass es nicht unter Schutz gestellt wird und eigentlich abgerissen werden soll. Und ich weiß noch heute, wie ich da damals so in dunklen Winternächten beim Heimatschutz im Vorstand dann war und so ein bisschen so, hey, wir Genossenschaft bei Wohnmehr, wir sind in der Pole Position, um das Land zu bekommen. Wir würden es sehr gerne umnutzen. Und wir wollen doch jetzt einen Deal quasi ein bisschen anfangen auszuarbeiten. Der Deal bestand darin, dass diese zwei Personalhäuser, wir sehen nachher dann noch, das eine steht noch, die sind von den gleichen Architekten, Rickenbacher und Baumann und so. Ja. Das war ein Ensemble. Und der Denkmalschutz wollte eigentlich gern Hauptgebäude und die zwei Personalhäuser mit den Laubengängen integral unter Schutz stellen. Und der Deal ebenso mit hochgeklappten Kragen in Winternächten mit meinem, hey, könntet ihr euch nicht vorstellen, dass man von den Personalhäusern und den Laubengängen mal lässt, um einfach das Flaggschiff unter Schutz zu stellen. Hat den Heimatschutz gefunden, doch, das könnten Sie sich vorstellen. Und so wurde wie so ein bisschen ein Kompromissvorschlag erarbeitet, dem dann schlussendlich auch die Regierung zustimmen konnte. Als sie so ein bisschen gespürt hat, da ist ein Bauträger unterwegs, dem könnte man zutrauen, dass er das schafft, haben wir gesagt, okay, das ist der Deal. Jetzt ist das Hauptgebäude unter Schutz gestellt, mit einem bestimmten Schutzumfang. Und die Personalhäuser durften, das eine ist schon abgebrochen, das andere wird noch. Aber das war jetzt in der Kanton der Träger vom Nein, auch nicht. Also alles abgesehen, dieses ganze Restareal, das jetzt verblieben ist, nachdem das Felix-Platte-Spital, das Spital, der Spitalbetrieb in seinen Neubau umgezogen ist, das ganze Restareal ist jetzt im Baurecht. Und darum ergibt sich so ein Riesengrundstück und auch eine Riesensumme von diesem Gesamtprojekt mit Neubauten, mit Pavillon-ähnlichen Neubauten, wo die Alzheimer-Vereinigung ist da drin. Dieser Neubau ist ein bisschen größer geworden als noch gedacht, weil hier die Prosenektute hinzieht mit ihrem Hauptsitz, kommt vom Luftgästlein hierher
und hat dann einen Hilfsmittelshop und ein Kurszentrum. Also da werden Seniorinnen und Senior. Genau, macht dann auch wieder das. Genau. Das hier wird ein Pavillon sein, wo wir sagten, das soll ein bisschen Kultur und Gewerbe, Kleingewerbe. Dass hier einzelne Mieter, dann sind auch einzelne, man sieht es an den Türen, das sind einzelne kleine Einheiten, innen relativ rough. Außen wirkt es natürlich da jetzt so Neubau noch ein bisschen proper. Vor allem hier fehlt noch die Skopalit-Fassade, das ist die gleiche Fassade, die man im Erlenmatt Ost, diese grünliche, kennt, vielleicht von Zimmerfrei. Das kennt man so von Gartenhäuschen oder so, dieses gewellte Skopalit, das wird mit Holzrippen, also das wird dann noch ein bisschen feiner, das ist jetzt so ein bisschen Rohbaustyle noch, was man hier so sieht. Hier gibt es noch so eternitige Blenden, das wird noch ein bisschen das Gewerbehäuschen werden, mit auch moderaten Mieten. Hier hatten wir gewusst, da müssen wir bei den Mieten ein bisschen moderat bleiben. Also noch moderater, als wir es sonst hinkriegen. Das Haus, wo wir jetzt davor stehen, ist das Lena-Gebäude. Die Wohngenossenschaft Lena hat auch früh gesagt, sie wollen eigentlich auf das Areal gern. Und die waren ein Partner in der ersten Stunde. Das ist eine eigens gegründete Genossenschaft, lebenswert und nah Nachbarschaft. Die haben Wohn und Mehr hat gebaut für sie, weil es eben nicht sinnvoll war, das jetzt so in einzelne Bauabschnitte zu machen. Gebaut für sie und sie sind aber Generalmieterin. Diese Genossenschaft hat 90 Wohnungen in diesem Haus bis hier an diese Kante in Generalmiete und wird diese an ihre Genossenschaft weitervermieten. Die haben sehr reduzierte Flächen, noch reduzierter als sonst. Die haben hier eine Kantina vor, also wo man auch oft dann isst am Abend und so weiter. Initiativräume, Gemeinschaftsräume, also die Leute, die da recht auf engem Raum, Küche ist ein bisschen kleiner als normal, nicht 6, 7, 8 Elemente, 3 bis 4 höchstens, in der Meinung, dass man oft auch vielleicht unten isst und so und oben eher mal so kleines Geköche. Ich fand es wichtig von Anfang an, dass man oben kochen kann, weil ich glaube, das Modell ist auch experimentierfreudig, also klappt das wirklich? Gehe ich oft unten dann essen oder habe ich da nicht doch ein bisschen wieder... Also man kann in den eigenen 4 Wänden auch alles quasi so, also kommt noch eine Tagesstruktur rein und gewisse Räume sind auch noch nicht vermietet. Ist toll, weil diese Genossenschaft ist so richtig auch bottom-up. Die machen viel mit ihren Mitgliedern. Wir als Wohn und Mehr, natürlich machen wir auch viel, Kommunikation, aber wenn wir da alle Entwicklungsschritte mit unseren Mitgliedern nochmals spiegeln würden, dann würden wir nie fertig. Das heißt, da sind wir ein bisschen direkter unterwegs und sie stark so in diesem Dialog mit ihren eigenen Mitgliedern, mit viel Mitbestimmung, Teil Selbstverwaltung und so. Kommt nicht noch Kindergarten oder sowas? Das schauen wir uns jetzt noch. Jetzt müssen wir da ein bisschen zweimal rübersteigen. Also nachdem man hier eher so die Gasse, wird es hier doch schon jetzt offen weiter. Hier kommt viel Grün, Quartiergarten, der Platz. Ich höre schon Leute, die sagen, Klimaerwärmung. Grün, sieht das, hätte ich jetzt als nächstes genau. Gesagt, also Grün sieht anders aus. Aber wir wollten einen Ort, wo man auch ein Festzelt hinstellen kann, wo man sich Velo fahren kann, also nicht jetzt die Merkelflächen, sondern auch... Man sieht schon, das sind dicke Steine, aber ich sage auch dann immer, die liegen auch da nach 100 Jahren oder 150. Das sind finanziert durch den Mehrwertabgabefonds. Diese Qualität hätte die Genossenschaft alleine nie hinbekommen. Und das ist dank Mehrwertabgabefonds. Dass man, und das wird, ich höre schon noch die Stimme, so, oh, das ist ja aber noch schick. Handkrumm, das wird auch ein bisschen, das Erz, das Eisen wird noch ein bisschen rausrosten. Man sieht das Rot auch ein bisschen. Also das wird sehr lebendig werden, glaube ich. Das ist jetzt eher ein Gartenplattenbelag. Wegen der Stärke, der muss halt befahren werden können, um diese Schichtstärke. Und der wird sich so runterziehen, die Gasse runter. Und es wird, da wo jetzt überall Baumaterial stehen, soll es wuchern wie verrückt. Es wird die Eichengruppe, haben wir mit relativ viel Aufwand erhalten, dass wenn jetzt rein der Kostenplaner gesagt hat, hey, ihr baut im Untergrund alles um die Eichen rum, Kostenpunkt 100.000 mehr. Haben wir gesagt, hey ja, aber hey, die Eichen halten uns hoffentlich, obwohl sie sind natürlich nicht, aber Eichen sind typischerweise nicht so ganz dicht belaubt, also ich hoffe, halten noch länger. Also das Grün kommt noch aufs Areal und dass es zum Teil da hier jetzt im Moment weniger grün aussieht, ist dem geschuldet, dass man einen zentralen
Platz wollte. Es gibt ja auch die Leute, die jetzt die freie Straße bemängeln, da hätte jetzt unbedingt eine entsiegelte Fläche hin sollen. Aber wenn die Leute wüssten, was für Ansprüche gestellt von Fasnacht über Tiefbau bis Versorgung und Entsorgung, dann gut. Hier ist das ungenutzte Spital, das mit 130 Wohnungen enthält. Und wir jetzt noch die Chance haben, durch diese kleine Luke da noch reinzugehen und in die Querungshalle zu gehen, weil das Haus ist ja über 105 Meter lang und zwar immer auch ein Anliegen, dass das Quartier nicht immer nur rundherum spazieren muss, sondern auch queren kann. Und darum sehen wir noch diesen größten Eingriff, eigentlich diese Querungshalle. Und unten wurde noch gefragt, was ist denn so Kindergarten und so. Diese Ebene allein, 6.500 Quadratmeter, ist natürlich voll mit Bio-Bistro Bürgerspital, dahinter der Denno, dahinter Fitnessanbieter, der jetzt schon wirbt im Quartier, links davon Kindertagesstätte, Family Care, nochmals daneben der Doppelkindergarten, dann noch ein paar freie Lokalitäten und dann Räumlichkeiten fürs Quartier, kleiner und großer Saal. Also das ist so eine ganze verrückte Ebene, die allein hier alles stattfindet. Eine kurze Frage noch. Ich bin sehr beeindruckt von all diesen Wohnungen und die Zahlen kann ich gar nicht so zusammenzählen. Das sind ja so viele Leute. Wo kommen jetzt eigentlich diese Leute her? Und was passiert? Die sind ja irgendwo und die kommen ja nicht vom Mond. Wo gehen die weg? Was entsteht da? Also über diese Transformation. Die gehen ja auch wieder wo raus? Ganz ehrlich, jetzt ist der Vermietungsprozess gestartet und ich sehe einfach Namen, die kursieren dann im Vorstand. Ja. Und ich kann die gar nicht, ich kenne kaum jemand. Das freut mich eigentlich ehrlich gesagt noch. Weil, ja, und die haben alle, die kamen Namen aus allen Herren Ländern, freut mich auch, ist ein erklärtes Ziel. Wo die herkommen, das müsste man eigentlich erheben. Und ich glaube, da machen wir auch mal eine Statistik. Die Durchmischung zu erzielen ist ein richtig gut. Ich bin froh, haben wir das Bürgerspital noch auf der Etage mit Alterswohnen oder Lena, die noch ganz andere Kreise ansprechen. Oder wir haben so ein Co-Housing-Projekt mit eher Experts Internationals und das hat dann wieder ein eigenes Umfeld. Also ich glaube, wir holen Leute aus verschiedenen Umfelden und entleeren, glaube ich, nicht en bloc irgendwo, glaube ich, eine Siedlung. Wie viele Menschen werden es denn in Toto sein, die hier wohnen werden? 530 Wohnungen mal... Ja, vielleicht pro Wohn zwei pro Wohnung. Ist ein kleines Dorf eigentlich, ja, ein Baselbieter Dorf. Aber das beantwortet deine Frage schon ein bisschen besser. Dann sind es vielleicht 1.500, das ist der Zuwachs von Basel. Ja. Größenordnungsmäßig. In den, ja. Ja. Also jetzt nicht in den letzten zwei Jahren, ganz aktuell nicht. Ja. Aber das verhindert vielleicht auch ein bisschen Abwanderung wieder. Ja. Wir könnten das jetzt als Alterswohnung für uns. Ja. Das ist doch nicht das andere Quartier komplett entleert. Ja. Nein, ich nehme mich einfach wunder, gibt es wirklich auch neue Leute oder schafft dann das irgendwie wieder neue, schlechte Wohnungen, weil alle hier hinkommen oder was passiert? Nein, es ist sicher auch noch ein Punkt, ob die von außen kommen oder von innen. Das, ja. Mir hat der bei der Pauluskirche unseren Kronleuchter gerade notrepariert hat, gesagt, sein Sohn und seine Freundin ziehen jetzt da ein. Weil das ist der erste Bau und die sind jetzt als erste in der Vermietung, hätte immer in Altbauten gewohnt, hat gesagt, ich gehe nie aus dem Altbau raus und plötzlich sagt sie, aber da in dieses Setting, das findet er jetzt super. Ja, ja. Das ist jetzt auch jemand, der wohnt in irgendeiner einfachen Altbauwohnung mit Freundin und jetzt ein erstes Mal vielleicht mal was Neues und die Altbauwohnung, ich kenne ihn nicht. Aber ich nehme jetzt mal wie an, der hat ein bisschen Geschmack und die findet dann wieder einen dankbaren super. Abnehmer. Dann ist es gut. Jetzt gehen wir noch rein. Also, in dieser Ecke soll ein Quartierverein, der sich schon gegründet hat, Dynamo Iselin, seine so Gruppenräume haben und seine Büros. Und das ist der kleine Saal. Ich freue mich, das sieht man jetzt nicht so wirklich. Das ist ein schönes, ein bisschen tanniges Grün und auch diese Schreinerarbeiten werden dann noch so ein bisschen grün gestrichen. Da wird dann der Blick sein auf den Gemeinschaftsgarten. Also ich kann wirklich versprechen, es wird noch einiges grüner, als man jetzt den Eindruck hat, wie das Areal ist. Also da ist wirklich dann direkt auch der Blick in den Gemeinschaftsgarten. Ist sicher ein Ort, wo die Bewohner auch sich häufiger treffen werden, so eine gute Stube. Es gibt noch eine andere gute Stube ganz oben auf dem Dach. Dachraum, weil der Blick, der ist nicht ganz so toll wie bei hier, aber auch der Blick ist auch toll. Das heißt, man wollte einen Teil Dach für alle zugänglich machen. Jetzt noch ein Blick in den großen Saal. Ja, und hier der Schlusspunkt ein bisschen unserer Führung. Wir haben immer ein bisschen besprochen über
Finanzen, wohin geht das Geld? Das Geld geht zum Beispiel in so einen Raum. Also so einen Raum zu schaffen, das ist sechsstellig und nicht ganz niedrig sechsstellig. Das sind dann Dinge, die könnte man sich vielleicht auch nicht leisten wollen, aber es sind dann auch wieder Dinge, wo man sich sagt, 530 Wohnungen, wo der Standard moderat ist, da finden Sie keine Deluxe-Armaturen und so weiter. Da sind auch mal Wände nicht gestrichen oder nur lasiert, aber so etwas dient allen, der ganzen Gemeinschaft, und das freut mich dann auch jetzt im Nachhinein oder auch künftig dann, dass es möglich war, diese Dinge zu halten, trotz allem Kostendruck, weil jede zweite Sitzung wird über das Geld gesprochen und man muss da noch kürzen. Und nein, die Geländer sind feuerverzinkt und nicht noch beschichtet, weil das ist wiederum günstiger und so weiter. Und dann gibt es gewisse Dinge, wo man dann sagen muss, da möchten wir einen Halt einlegen, die möchten wir uns wie leisten können, weil sie eben nicht dem Individuum dienen. Das ist auch wichtig, aber so der Gemeinschaft. Also hier dann durchlaufen, Kleinläden, und dann gehen, wir sind zu der Rue Arthur da reingekommen, die geht dann da ja weiter. Da gehen dann die Kinder in den Kinski nach hinten, oder man geht in den Denner, oder man geht und hat den Raum gemietet, weil man irgendwie den 60. Geburtstag feiert und so weiter. Also da quert man dann auch auf diesen Platz, auf dem wir vorher standen. Das ist ein öffentlicher Durchgang. Genau, das ist ein öffentlicher Durchgang, bis abends um 10 Uhr genau offen ist. Genau. Und hier startet auch der Anfang einer Treppe, die sich durch das ganze Haus zieht, eine Art Kaskadentreppe. Also man kann hier, gut, jetzt Bewohner brauchen wahrscheinlich an dieser Stelle den Schlüssel, aber ab dann zieht sich eine Treppe, nicht nur normale Treppenhäuser, die gibt es auch, aber es gibt diese Gänge immer wieder im Innern, da kann man also solche Treppen hochlaufen und dann hinten und dann hoch und dann wieder da nach vorne, dann geht es da hoch, und am Schluss, wenn man da 8, 9 Stockwerke überwunden hat, ist man auf so einer Kaskadenwanderung oben angelangt im Dachraum. Und das ist öffentlich? Die ist nicht öffentlich, die ist für die Bewohner mit Bewohnerbadge. Weil durchs ganze Haus öffentlich zu wandern wäre dann vielleicht für die Bewohner ein bisschen wenig. Halb was ist jetzt öffentlich. Neu und was ist alt? Die Säulen sind die neu oder alt? Säulen sind neu, weil das war ja damals, wer das Felix Platten noch kennt, das kennen sicher noch viele. Das war ja eher ein bisschen, also da war so eine Cafeteria ja, und so, genau, war eine Decke. Also das Felix Platten war eher so ein bisschen eng und gedrückt. Und darum habe ich jetzt vorhin auch von dieser teuren Intervention gesprochen, weil hier diese Decke rauszunehmen und dann temporär zu stützen mit Stahlstützen da hoch. Da haben die Ingenieure schon auch noch ein bisschen geschwitzt. Ich glaube, die als Architekt weiß nicht, was, wie man da ein bisschen ins Schwitzen kommt. Ja, ich gebe gerne für die, die jetzt sagen, ich würde es mir nochmals ansehen wollen und ich will dann noch vom Dach schauen, am 24. September, das ist ja bald, der Tag der offenen Tür. Und ich habe noch so Flyer dabei, also wer sich noch einen Flyer nehmen möchte, dem gebe ich jetzt gerne noch einen in die Hand. Sie erkennen das Gebäude, glaube ich, jetzt dann alle wieder, oder? Wenn Sie dann da noch draufschauen. Genau, ich bin ja da, aber sage vielleicht an dieser Stelle mal merci, weil ich ja nicht weiß, ob nicht gewisse doch wieder weiter müssen und wir ja alle miteinander wieder durch die Baustelle raus sollten. Sonst ist dann plötzlich jemand von der Securitas aufgegabelt worden. Also ich gebe es nachher gleich rüber.